Nachdenkseiten Die kritische Website Schiedsstellen in CETA im Widerspruch zu europäischem Recht. Von Rolf Henning Hinze Das von Kanada und der EU Kommission ausgehandelte Handelsabkommen CETA ist nach einem Gutachten zweier Bremer Rechtswissenschaftler weder mit dem deutschen Verfassungsrecht noch mit europäischem Recht vereinbar. Johann Horst, der das von ihm gemeinsam mit Rechtsprofessor Andreas Fischer-Lescano, Universität Bremen, verfasste Gutachten am Donnerstag erstmals auf einer von Attac einberufenen Pressekonferenz in München vorstellte, bezweifelte stark, dass das Abkommen in seiner jetzigen Form sowohl vor dem Europäischen Gerichtshof, EuGH, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben dürfte. Das von Attac München in Auftrag gegebene Gutachten begründet die Rechtswidrigkeit hauptsächlich mit den vorgesehenen privaten Schiedsstellen, vor denen Konzerne gegen Staaten klagen können. Zugleich hält es aber auch die mangelnde Verankerung der Menschen- und Umweltrechte sowie die erhebliche Macht, die einem gemeinsamen Ausschuss Joint Committee, den die EU und Kanada neben anderen Ausschüssen bilden sollten, für hochproblematisch. Als gefährdet werden auch die nach europäischem Recht geschützten kommunalen Selbstverwaltungsrechte angesehen. Die internationalen Schiedsstellen des CETA-Abkommens verstoßen nach Ansicht von Gutachter Johann Horst gegen die Rechtsordnung der EU, weil sie das Monopol des Europäischen Gerichtshofs für die Auslegung des Unionrechts unterlaufen können. Die Schiedsstellen würden faktisch auch Handlungen der EU-Organe überprüfen und ihre Entscheidungen könnten einen unionsrechtswidrigen Zustand herbeiführen. In ihrer derzeitigen Fassung seien die CETA Schiedsverfahren Europarechtswidrig. Als problematisch beurteilen die Bremer Gutachter weiter, dass das Abkommen keine strikte Menschenrechtsklausel enthält. Die Schiedsstellen im CETA würden damit nicht hinreichend auf die Gewährleistung von Menschen- und Umweltrechten verpflichtet. Die Rechte Dritter würden nicht gewährleistet, sie würden nicht am Verfahren beteiligt. Deutliche Kritik übt das Gutachten an der vorgesehenen Schaffung eines eigenen administrativen Unterbaus durch eine Ausschussstruktur mit einem Joint Committee an der Spitze. Dieser aus Exekutivvertretern der EU und Kanadas gebildete Ausschuss bildet nicht nur das CETA fort, er beaufsichtige auch die speziellen Ausschüsse und mache ihnen weitergehende Vorgaben. Der Ausschuss könne zum Beispiel die Befreiung von Einfuhrzöllen erwirken und auch andere Regeln erweitern es sei völlig unklar, so Horst, wie die Partizipation des EU Parlaments sichergestellt werden solle. Als sehr bedenklich sieht das Gutachten der Bremer Wissenschaftler auch drohende Beeinträchtigung der kommunalen Selbstverwaltung, die bisher im EU Recht garantiert war durch CETA an. Das CETA nehme nur wenige Formen der Daseinsvorsorge von der grenzüberschreitenden Liberalisierung aus und eröffne damit im kommunalen Bereich den Marktzugang in einer Weise, die am Gemeinwohl orientierte Kommunalpolitik erschwert. Durch sehr niedrige Schwellenwerte bei der Vergabe kommunaler Aufträge, teilweise ab 228.000 Euro, gerieten kommunale Aufträge selbst bei Krankenhäusern und sozialen Diensten in einen Ausschreibungszwang der es den Gemeinden unmöglich mache, Aufträge privilegiert an eigene gemeinnützige oder ortsansässige Unternehmen zu vergeben. Ferner würde die vorgesehene Sperrklinkenklausel ratchet CAUSE, eine Revision einmal vorgenommener Privatisierung, zum Beispiel durch eine Rekommunalisierung, künftig unmöglich machen. Zu Beginn der Pressekonferenz hatte der Münchner Publizist Fritz Glunk für Attac eine schleichende Selbstermächtigung der EU-Kommission konstatiert. Das 41-seitige Gutachten der Bremer Rechtswissenschaftler soll im vollen Wortlaut ab 31.10. auf der Website von Attac München www.attac-m.org nachzulesen sein.